Und ein herzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Ich bin von mir, Gambis als Hobby, und zuletzt war mal hier bei, um Corki zu retten oder wie auch immer, der da vorne tot rumliegt. Und ja, jetzt gehen wir wieder zurück. Mit dem zweiten Anlauf haben wir es geschafft, beim ersten sind wir gestorben, weil wir Nahkampf ausprobieren wollten, aber das hätte ich lieber lassen sollen. Das ging ziemlich daneben. So. Gut, dass ich für nicht lautlos Kills die Schuhe angezogen habe für mehr Erfahrungspunkte. Denn dadurch habe ich jetzt wieder zwei Fähigkeitspunkte. Vorhin hatte ich gar keine mehr. Interessant. Und da machen wir doch jetzt einfach mal das hier, nehme ich mal an. Mit der Pfeile wieder erlangen, es wäre vielleicht auch gar nicht mal ganz so verkehrt. Ach komm. Nehmen wir das da. Schimmer der Schlange. Wählen Sie mit 2 die Pistole. Halten Sie zur Herstellung von Leuchtmunition benötigt Schwarzpulver und Fett. Blendet und verbrennt Feinde. Sehr schön. So, wir machen natürlich wieder eine Schnellreise. Und zwar hierhin zurück, weil ich glaube, wir müssten eigentlich wieder zum Poma zurück, um irgendwie Bescheid zu sagen, dass Corki tot ist. Wäre zumindest rein logisch gesehen, denke ich mal, der nächste Schritt. Wenn dann keine weitere Nebenaufgabe kommt... Oh, scheiße, stimmt, wir müssen ja noch diese Tafeln entziffern für das kleine Mädchen. Das fällt mir jetzt gerade mal so ein. Dann brauche ich auf jeden Fall wieder die anderen Klamotten. So. Poma ist weg. Ich dachte, der kann noch nicht mal mehr laufen. Hat er da nicht was gesagt, dass er nicht mehr laufen könnte? Dafür habe ich nicht genug Platz. Was ein Lügner. Vielleicht ist Corki doch tot und das war eben gerade Poma, den sie umgebracht haben vor meinen Augen. Da frage ich mich aber, wie kam der da so schnell hin? Na toll. Gut, dann gehen wir mal zu den kleinen Mädchen. Oder haben wir noch nicht alles gelesen? Ich glaube, ein Gemälde fehlt uns noch. Stimmt, zwei fehlen uns noch. Uns kam ja dann dieser Mord dazwischen. Den Mord haben wir ja dann irgendwie erstmal gelöst. Genau, da haben wir noch einen grünen Kreis und da wollten wir eigentlich hin und dann war da dieser Mord dazwischen. Sehr schön. Gut, dann rennen wir hier erstmal lang. Hier sind wir näher dran. Das hier hatten wir ja zuerst. Da haben wir noch eins. Gleite in ihm wie ein Vogel, aber atme nicht. Wasser? Also er muss Chuck sein, der Gott des Regens. Interessant. Weil das kleine Mädchen hat ja da unten schon gemeint, dass es irgendwas mit Wasser zu tun hat da unten. Jetzt haben wir hier nochmal Wasser. So, ein bisschen Leder mitnehmen. Oh. So, noch ein so ein Gemälde. Guck mal, da oben ist noch so ein Ding, aber das kann man nicht lesen. Oh, weiter Weg.
Hier sind wir richtig. Da haben wir's. Er tilgt die Dunkelheit und bringt den folgenden Tag. Das ist die Sonne. Kinichahau ist der Sonnengott. Sehr schön. Wandbilder entziffert. Jetzt können wir zu dem Mädchen runter. Und ich habe gerade eine Benachrichtigung bekommen, dass jemand auf YouTube was geantwortet hat. Da gucke ich doch mal so nebenbei mal rein, was mir da auf YouTube geantwortet wurde oder gesagt wurde. Muss ja zum Glück nur geradeaus laufen. Okay. Eine halbe Stunde kommt auch übrigens mein nächstes Video online. Hier von Shadow of the Tomb Raider. Ich versuche zumindest pünktlich, wenn es geht, jeden Tag um 10 Uhr einen weiteren Teil von Shadow of the Tomb Raider online zu stellen. Ab Montag wieder, ab 6 Uhr unter der Woche zumindest. Mayu. Zelda. Wo ist Avil? Ist alles in Ordnung? Mein Wuheli, Ujum Talchaik. Du jalak tietak, u kimak olhik joksal, u shok jetel jan, u tak pesi kichil humpel, kilich kunesahil. Welches Ritual? U kilich kunesahil, u juchulahal. Ahau, tiale loku nach machtik, u kimesal huntul chanpal. Glaubst du, Avils Vater würde ihr was antun? In kahol tsok human habo, beglai, lekak talepakat nach ichilen, u jicho bebei, boshtak. Wohin hat er sie gebracht? Techan kachtalil mishmak kahane, tu sevil, mentesh uts. Nee, du, Kinderopfer respektiere ich nicht. Ukilich kunesahil ujuchulahal. Da gehen wir doch dazwischen. Ich will ja nicht umsonst die ganzen Wände angeschaut haben. Oh, selbst das Hüpfen geht nicht weit. Das heißt, wir müssen nochmal kämpfen. Wahrscheinlich, um das Kind zu befreien. Ich nehme mal an, umziehen dürfen wir uns nicht, sonst erkennen die mich direkt. Also behalten wir das mal leider an. Kann ich schon mal mitnehmen. Ich habe ja ein paar verbraucht vorhin. Kostumbettig. Ah, ahau, kakol de mash yayana. In chupul pali, la wil. Mukanu na jete lupishan. Mishbikin in wil kachbukach mukilo. Hachkimak seten kimak in wol yoksalin ik shawil. Hachut sulpachi. Ein schönes Opfer. Uchukkil uyuchu lahal. Uya uyeni kinichakau. Utanji chachkin, kinkubik techawil, letie mash yayano, yanu chaik uchukil uyuchu lahal kutsokolekin, hokesikon upukiksal, kimpulikon ichillekako. Kinkubik tech ukakil imbakel yetel, inkikel tialbeyo matupik lekino. Avil, ich bin's Lara. Wenn ich's dir sage, renn schnell zurück zu Mayu, okay? Avil, lauf! Aua!
Von wo schießen die denn? Hallo? Oh, da. Warum habe ich das Gefühl, es ist nicht vorbei? Voll in den Arsch. Schade, ich wollte mich gerade heilen. Okay, sind doch ein paar mehr. Ich habe gedacht, ich könnte mal ganz schnell so hoch sprinten, weißt du, und dann jemanden mal so aufknüpfen. Aber gut, okay. Die haben mich wohl alle direkt gesehen. Zum Glück haben wir ja vorher gespeichert. Ich hoffe nur, wir können die ganze Szene da überspringen. So rum. Leider kann man das hier nicht überspringen, das ist natürlich blöd. Ich habe ja kaum... So, jetzt aber. Na auf, geh schneller. Ah, sehr schön, man kann es wegdrücken. Ich bin's, Lara. Avil, lauf! Warum habe ich das Gefühl, es ist nicht vorbei? Ich bin nicht da, ich komme nicht wieder. Au. Matschbar, du bist auch eine Matschbar. Okay, wir scheinen fertig zu sein. Hui. Geht doch. Hinten haben wir alles, oder? Hier. So, erstmal ein bisschen auf Sammelkurs. Nur mit Bogen schießen ist natürlich ein bisschen heftig. So, wir müssen uns dann doch irgendwie immer ziemlich oft heilen. Das ist natürlich nicht so schön. Aber es liegt wohl daran... Ich kann nicht mehr tragen. Aber es scheint wohl daran zu liegen, dass man einfach nicht
ich sag jetzt mal, im Stillen arbeiten können. Wir werden hier immer direkt reingeschubst, sage ich jetzt mal, in so ein... Ja, wie soll ich sagen? In so ein Gefecht. Das ist dann natürlich schon wieder was ganz anderes. Da muss man sich natürlich dementsprechend auch öfter heilen. So. Dann gehen wir mal zurück. Ruhe. So, da sind wir wieder. Avil, bist du verletzt? Malob Janilen, Alkaf Nahel, Helbisch Tawalaho. Kluges Mädchen. Was denn Tahel sag, Akilich Kunesahil? Avil, du solltest getötet werden. Bale, bale, balobo. Jejaben, in Pachi y Hel, Ubetik Maubisik, Kin Kinichahau. In Jum, Alten Tujilahen, Ichilunayo, Tujilah Tenehach, Nochvalen. Avil, Träume lassen sich verschieden deuten. Vielleicht sollst du hier auf der Erde bleiben und mit deiner besonderen Kraft die größte Schlangenwache werden, die es je gab. Du hast hier Kujoksach, Oltik? Ja, absolut. Hachinkat in Sigvaltin Yum. Oh. Avil, dein Vater ist. Janin Bingwa Hai Pelkinov. Jetel Janin Bisikawil. Dialubeital Uchaholtikushok. Natürlich. Hach Utswa Kain Kajes Kumpuli. Jav Bachov. Jan Kambil. Nif Olal Ahau. Hach. Nif Olal Ahau. Janin Willi Kukustal Maalova Will. Kambil. Oh, schon wieder neuer Bogen. Zeigtech Nibolalil. Utialin Nat Kachil. Letieis hulsach, tipisch agila kachil, keshika mejach nakteche. Danke, Mayu. Ein neuer Bogen. Hat die noch eine Nebenaufgabe oder warum kann ich nochmal, hat die das Symbol nochmal über sich? Mission abgeschlossen, Ritual auf Schub. Hach utzwa, kain kajes kumpuli, jav bachov, jan kambil, nef olal ahau. Nee, hat keinen weiteren Auftrag für mich. Okay. Das heißt, jetzt haben wir aber alles, oder? Noch einen weiteren Auftrag haben wir, glaube ich, nicht mehr. Okay, das heißt, wir gehen jetzt hier mal ins Lager und dann sind wir ja kurz davor, den Hauptauftrag zu machen. Sind aber allerdings jetzt bei 18 Minuten, also jetzt nochmal anfangen wäre blöd. Das heißt, wir rennen jetzt einfach nur zu dem Lager beim Marktplatz und dann beenden wir einmal. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil, am nächsten Tag, also morgen wahrscheinlich. Wenn ich es nicht verpenne, den Teil auf online zu stellen. Und ihr seht mich wieder nicht. Eieieiei. Wir schauen uns noch zusammen den neuen Bogen an. Der da ist neu. Achso, den haben wir jetzt so gesehen ausgewählt. Das ist den, den wir gekauft hatten. Der ist natürlich stärker. Aber der hat schon generell viel Schaden. Mal gucken, wenn wir den ausbauen. Hat dann ungefähr genauso viel Schaden. So, schauen wir mal, welcher besser ist. Oh, der ist natürlich in zwei weiteren Sachen besser auf jeden Fall. Zielgeschwindigkeit und Feuerrate.
Schade, da hätte man den einen Bogen vielleicht doch nicht kaufen brauchen. Dann nehmen wir halt den hier. Okay. Dann würde ich sagen, jetzt sind wir doch bei 20 Minuten. Das war's mit Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Wir haben ein Ritual beendet, wo ein Kind geopfert werden musste oder sollte. Zum Glück haben wir das verhindern können. Und ja, im nächsten Teil geht's mit der Hauptaufgabe dann weiter nach Kukulkan ungefähr. Gefangene befreien. Schauen wir mal. Ich hoffe, ihr seid da mit dabei. Und hoffe natürlich auch, dieser Teil hat euch so weit gefallen, dass ihr mir einen Daumen nach oben geben könnt. Wenn ihr neu bei mir seid, dass ihr mir sogar ein Abo gibt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Teil wieder oder auch bei anderen Let's Plays von mir. Auf jeden Fall viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Das war von Löhr Gameplays als Hobby. Und auf Wiedersehen. Tschüss.